Lü de Trachten an habt, kann man eigentlich noch ganz Folgen sehen. Aber meistens ist das so, dass sie den bloß ob Heimat oben da an habt für die Touristen. Das Schall hier, Frau Gerritz, aber ob für Anna sie, nicht? Wie ist das mit den Trachten? Trägt man den wirklich noch an? Ja, den trägt man an. Das erste Mal, so ist erst was man sieht, hier, in dies, so aus dieser Tracht ist, trägt die Dienste an zur Konfirmation. Und dann trägt sie dann natürlich an zu Festlichkeiten, zu Hochtiden und auch zu Heimatabende ja. und zu Tanzen. Aber auch so im normalen Leben. Normale Jetzt will ich doch Leben. Mal sehen, du bist so ein junger Dern, Antje. Ist das nicht genierlich? Hast du bei den Konfirmationen so einen Tracht anhat? Doch, das erste Mal. Ich habe die Konfirmation an. Und wenn du heiraten darfst, was ja, also nicht in der Kage, aber standesamtlich völlig all, ja. Und das hört hier so wirklich der Ton, so wie man Föhring schnackt? Doch, zur Konfirmation all, aber so eine zur Hochzeit nicht immer. Das ist verschieden. Ja. Gut. Sie habt all hier ob die Poppen Handys. Nee, ich bin nur ein Trumpf. Herr Ingwersen, habt Sie auch einen Tracht an? Nee. Warum nicht? Ich höre nicht hoch. Sie hört Hedo Blutz nicht hoch, oder wie ist das? Wie unsere Führertracht gibt es keine Männertracht. Die haben das früher mal versucht, in einem Krieg oder ja. ich weiß nicht, jedenfalls. Ganz früher mal versucht, aber normal nicht, denn der kommt ja her von Seefahrertit. Denn wir haben die Männer nicht durch. Und da haben die Frauen sich die Tracht anlegt, Neid, natürlich alles mit der Hand. Ja. Und die Männer haben den Silberschmuck mitgenommen von der Seefahrt von Portugal oder auch in, ich weiß nicht, von was für Länder. Wie willst du mal kicken? Das sind Silber. Also die Mannschli, die müssen arbeiten gehen. Und die gehen zur See. Und die Frauen haben sich fein Schmuck und dann kriegen sie auch noch so einen feinen Dann kriegen sie den Geschenk. Fein ja, von den Männern, ne? Ja. Ja. Das ist hier, ist das eher eigen Schmuck, ne? Das ist unser eigen, ja. Ist das genau. so, dass man das von Familie, von Oma, so, To, Mutter und so? Ja. Das ja. war vererbt von der Mutter auf der Tochter. Ja. Und ich wäre nur leider keine Tochter, ich wäre eine Schwiegertochter. Oh. Und dann haben wir uns das gekauft. Was hält das, Sie wären keine Tochter? Nicht von hier, von früher. Ach ich so. Bin ja von Fastland. Sie hat von Fastland drin ne? Ja, genau. Ja. Und dann haben wir das gekauft nachher, zu ja. unserer Dienst. Als wir das brücken wollen in der Trachtengruppe und zur Konfirmation. Ja. Und nun brücken wir das, wenn wer das antrecken will, kann das antrecken. Ja. So, nun kommen wir zu den Poppen. Die Mauktsee. Zwei Stück habt ihr hier. Wie viel habt ihr davon an Maukt? Wir denken so um 100. Erst wo? Ja. Und die Mauktsee, also ich meine, die Poppen Mauktsee nicht. Aber eins, was die anhabt. Das andere. Sogar hier die Golden Strumpfhosen. Genau. Das muss einzeln. Kriegt erst eine Strumpfhose an und dann kommen die Ärmel und dann kommt der Rock und dann war der Halsstück umlegt. Der war alles verstocken mit ganz lauter Knopfnadeln. Aber das ist schon gewaltige Arbeit, wenn man sich das hier ankicken darf. Ja, hier, diese Stickerei. Ja, aber das hört dann nur eben so. Man kann ja nicht gut Gift von Ole Friesen trachten. Die großen Borde, aber die passen eben nicht. Tote oder Poppen, die Schalenbetten, Proportionen, Schamando, ja, auch ja. wie in Arbeiten. Ne? Über 100 Stück habt ihr davon. Das schätze ich so ungefähr. Was mag sie damit? Was mit dem Geld oder mit nee, den Poppen? Nee, mit den Poppen. Ja, die waren bestellt bei uns und viele Führer oder Führinger. Die in Amerika waren oder eben auch so als unsere Kinder, viele Leute, die von früher nach Fastland heiraten. Ach so, so die haben sich durch ein ganzes Betten Heimat ja. in der neuen Welt. Ja. Und hier natürlich auch viele Badegäste ja. und eine ganze ja. Masse Einheimischen, je nachdem. Wie sind Sie dort gekommen, so weit anzufangen? Ja, wie sind wir dort gekommen? Wie, sagen Sie immer, wer mag das denn noch? Meine Schwägerin. Ach so. Ich wäre zuerst ja nicht so weit, dass ich da allein komme, weil ich nicht von früher bin. Ja. Und dann habe ich gefragt, willst du mir nicht mal helfen? Ich bin ein Mensch, der gern alles versuchen will, aber nicht immer gleich alles kann. Also soll man das lernen. Das ist klar, ja. Und dann hat sie natürlich gleich ja gesagt. Und warum hat sie damit angefangen? Haben sie nichts zu tun, oder wie? Ja, mein Mann ging in Rente und ich bin ein Mensch, der immer was tun soll. Ja. Und irgendwas schuldig tun. Und dann dachte ich, ach Mensch,
Du hast wegen Masse Freude an, kann Analyden Masse Freude machen. Und ich finde das ein gutes Sock. Ja, aber wo lang braucht man, bis man so weit eins fertig hat? Oh, das kann man nicht sagen, weil das ja alles mit der Hand, fast alles mit der Hand gemacht war. Ja, ja. Also, ungefähr dann doch, will ich sagen, kann ich keinen herstellen. Wir haben das mal versucht, in 8 Tagen den Schulden Gauner Amerika. Ja. Aber wir wären fix und fertig, das geht nicht, das kann man nicht. Und was kostet so ein, wenn man das trifft, das sagen? Natürlich. Aha. Der Mantel. Der kostet 1000 Mark. 500 Mark schalke ich abbetonen für Silber. Und hier, das hier, 500 genau, Mark. Der ganze Schmuck. Und das mockt ein hier in Deutschland. Das mockt der Juwelier hier in der Wieg. Ja, kick mal an. Ein Beten davon war im Büsum mockt. Das sind diese Lütte Dinger. Und mit der Hand waren die noch mockt. Ja, ja. Und das andere war dann zusammengestellt. Das köpfte sich auf der Markt, ja, ne? Ja, auf der Messe. Und dann stellte der Server zusammen. Und sie braucht das einfach diese Beschäftigung, wie sie anders vorstellt. Ja, ich, wie mögen gehen wir tun. Ja. Und da morgen wie uns in Freude und Analyt, denke ich auch, sonst wollen sie nicht kommen und bestellen die. Genau. So und wir das. Herr Ingwersen, das ist auch so ein, der nicht die Hand in den Schaut lecken kann, ne? Genau, das ist es. Sie hat sich nun, ob die Schäden, die man hier überall in Seoul sehen kann, schmecken. Wie ging das bei Sie los? Wie sind Sie darauf gekommen? Oh, ich kenne so. Im mittleren Alter habe ich mir das überlegt, was deist du mal, wenn du mal fertig bist mit der Arbeit? Ja, ja. Und du hast immer mein Hobby, so ein Bett in Venus zu fummeln und so wieder. Mein Fürfahren, Al Schippers, der hat das einmal bloß halb Schäb. Ja. Habe ich gesagt, du magst du mal ganze Schäb. Und haben Sie irgendwie eine Utbildung als Tischler oder so? Nee. Ja, aber das ist so. Das liegt in den Fingern, da kannst du nichts am Morgen. Ist wirklich wahr? Nee, da kannst du nichts am Morgen. Das kann man einfach so. Ja, genau so ist das. Aha, wie wird man wiesen, wie Sie. Sie habt erstmal einfach so einen Klotz. Erstmal gehe ich nach den Tischers hin und hol mir das Abachi halt. Ja. Das verlieh mich dann mit Bootsbärholz, also mit Bootsleim und so weiter. Ja. Und dann war das genau abreden und utschneiden. Ja. Und dann kommt natürlich die Arbeit in der zweiten Version, die Tuppe holen. Also alles so, wir ziehen seine Form. Ja. Habt Sie für Herrn Tegnung gemacht oder habt Sie ein Modell, wo noch Sie das mocht? Nee, das mache ich so. Sie fangen einfach mal an, ja. Käffchen und Klotz, mal sehen, wie ich das so hinkriege. Ist das wahr? Ja. Kann man das so? Das kann man. Ja, aber damit man. Ist das ein Chip, was Sie mal all sehen habt? Gibt euch ja genug von, kicken Sie sich die doch an. Ne? Ist also nicht so, dass Sie den Passat mockt oder die Gorch Fock oder so was? Wenn Sie die haben, wird ja. Und dann unten Kopf? Ja. Wirklich wahr? Naja, ich meine. Für die Passat oder diese Schippe, so wie der Seeadler, das ist die von Graf Luckner, da habe ich mir in Dänemark einen Plan geholt. Ja. Denn da ist Tofeld dran, das kann man nicht in den Kopf holen. Ja. Das Laufende gut, das Stehende gut und all das, das muss man wissen, wo das Lopen da und so wieder. Ja, man muss aber einen Bach von Schippwort verstauen, ne? Och Gott, das da nicht nötig. Nicht? Nein. Wenn Sie einen Plan haben, können Sie genau noch den Plan, das morgen. Ja. Und wenn Sie Ahnung haben, Plan zu lesen, wie das Lopen da, den kriegen Sie dann immer hin. Ja. Nun sind hier so ganze Masse so Fummelchrom, richtig? Ja. Wenn ich hier mit zum Beispiel hier so diese Lütte Lamp ankicken, do, wie kriegt sie denn so was hin? Das ist ja eine moderne Lamp. Die ersten, die habe ich dann gut geholt gemacht und habe sie dann, jede Lamp hat dann Rill, also diese Rillen, die Positionslaternen. Und die habe ich dann frei gut geholt gemacht. Und eines Tages vor, ich mal einen Kugelschreiber. Da denke ich, Mensch, die schnie in solche Dele, in solche Dele, so groß wie sie sehen sollen, so da die Proportion stimmen nicht. Dann kommt dann runde Deckel und flach unten ab, dann war die bemalt und die Positionslaterne ist fertig. Aha, nicht? Also wenn nur ein mit einem Kugelschreiber kommt, der ist vor zwei. Die rund ist, ist er los. Ja. Die ist er los, so garantiert. Und was ist das zum Beispiel? Wo habt ihr das gemacht? Das ist die Lampe nach vorne für die Angergeschirr und die Wenste unten und so wieder. Und da habe ich gedacht, ja, wie sehen sie gut? Dann habe ich mir so bitte kurz das mal bekeken. Ich dachte, das kannst du auch anders machen. Das ist ein Kap von Uhu-Tube. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, was also ich kann dir nicht sagen, was ich in der Tasche habe, aber so ein Kap ist das. Also, man muss ein Goat auch haben. Oh, was kann ich gucken für meine Schenken? Ne? Genau, so ist das. Ich glaube, ich auch immer mit den Augen lang die Rennstein. Du kannst ja was legen, was gucken da. Ja, 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 glaube ich mal. Verkauft sie sowas auch? Ja, hin und wieder, morgen im Weg, ne? Ja, morgen sie. Dafür, dass sie verkauft, oder? Nee, dafür muss ich nicht. Du musst den Ausblick haben. Ich früher so Leute laden und sie will mich immer Pisek haben, aber nicht für einen Laden, sondern einfach eine Werkstatt. Ja, und so ist das dann gekommen, ne? Ja, ja, ja. Aber ich meine, wo lang sind Sie an so einem Ding? Ah, da geht zwischen 400 und 500 Stunden weg. Hä?
Ja, ich habe das mal abschreiben, ich bin halt über 500 Stunden weg. Wenn diese Fummel liegen und das geht mir manchmal los um 5 morgens. Und muss sagen, ich habe die Lütten Blöcke gemacht und die muss ich nur mit Millimeter durchbohren. Ja. So, nun schaue ich, ob man durchkriegen können. Abends kann ich nicht. Nee, kann man nicht mehr gut kriegen. Dann stehe ich morgens ab und meine Frau legt dann noch einen Schlöpp und ich gehe dann da und dann kriegst du durchfiedelt, nicht? Ja. Aber am selben ist es vorbei, oder? Ja. Das sind die Augen, aber ja, ja, ja. Die anderen Weg, nicht? Aber teilt Ihnen das nicht leid, wenn man so was weggeben muss? Wenn ich weggehe, dann kann ich nicht, wenn ich nicht morgen, nicht? Ist wirklich wahr? Ja, kann man sich so doof von trennen? Fragen Sie, wo geht das? Ist ja genau dasselbe. Also, Sie geidert eigentlich beide mehr darum, dass man nicht. Analyt, eine Freude zu morgen und selbst eine feine Beschäftigung zu haben. Dass man nicht sitzen braucht mit den Händen in der Schuhe. Fein. Und davon war man krank. Richtig. Sehr vielen gut. Dank, ihr beiden. So, liebe Lüwi, habt ihr einmal sehen, die Kinder von der Trachtengruppe. Nun tanzt sie uns noch mal in Geestländer. Das sind die Kinder von der Trachtengruppe von den Föhring Verein. Das ist Föhring, kann ich nun. Und wie sind sie? Also, wir haben nur gehört, dass die Kiels ob für arbeiten müssen und die Frugens haben sich fein gemacht. Und davon fange ich jetzt mit der Vorstellerie bei den Kiels an und nicht bei den Frugens. Ich weiß, das mit anders sehen, aber das hier ist Ralf, das ist Maden, dann kommt Jörg, Frauke und Antje. Antje, du hast gesagt, du hast so eine Tracht. Nun habe ich gesagt, bei den Leuten, die haben auch so ein dort um den Kopf, das sind schon nicht ihr Eigenhaar. Hört das tolle Tracht? Ja, das gehört dazu. Aha, von wem sind die Haare? Oh, meistens von der Oma oder von der Mutter. Oder. Aha. Also, das aber, sind echte Haare, aber nicht. Echte Haare, aber nicht die richtigen. Genau. Ja, so, das hast du fein gesagt. Aber das ist mich ganz eigenartig. Bei den Haaren und dann kommen wir mal um die Strumpfhosen, ne? Frau Gerritsen, Strumpfhosen, hat die Oma Strumpfhosen hat?
Das will ich nicht. Kann nicht ziehen. Kann nicht ziehen. Ja. Na schön. Also das haben wir geklärt. Ökonom. Ökonom ist ja so was, was hier bei Juchgrau unter den Jugendlichen, aber bei den Ollen ist das auch was, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß, jeder von Juch hat nicht jeder, aber meist jeder hat seinen Ökonom, seinen Spitznamen. Ich ha auch weg für Juch. Martin, würde ich mal sagen, Martin, ja, was, ich würde Kennedy Todi sagen. Was meinst du, womit das zusammenhängt? Das will ich nun nicht. Nee, oder die Amerikaner. Also ich bin nun nicht katholisch, das mag ich mal sagen. Ja, evangelisch. Schön. Aber zumindest in Amerika bist du West. Wo hast du das kommen? Vertell. Ja, das kam durch die Fering Stiftung. Die hat mir ein Stipendium ermöglicht. Und dann bin ich da an Harvey UWS. Otto Schulgan, habe da meinen Abschluss gemacht. Habe viel gesehen von Amerika und bin doch angenehm überrascht gewesen. Angenehm überrascht. Ja. Hast du was anderes, ob was anderes töft? Ja, ich habe die ganze Welt gesehen, ganz Amerika. Bin da rumgekommen und ein Führer, der kommt dann normalerweise nicht so viel. Ja. Ja. Das hätte ich auch in den ganzen Briefen geschrieben. Wenn wir Albang auf M, da haben wir im Fricks recht, wenn wir zurückkommen. Aber ich durchkomme und du warst immer wieder nach Fürth durchkommen. Ja, aber ich will auch weg. Ich will mal noch was sehen. Aber für mich ist Föhr eben der schönste Platz, ne? Wie so ein Schiff, der immer wieder in den Hafen zurückkommen kann. Das ist für mich Föhr. Ne? Also ich will weg, damit ich wieder zurückkommen kann. Aber Ben, was von Kennedy hätte, ne? So von Buten? Ja, ja. Na ja, schön. Das hier, ich weiß, du heißt anders. Sie nennen die hier als Jumbo, aber ich will Kamikaze, tau die sagen. Weißt du warum? Nee, das will ich nicht. Nee? Nee. Der ist blind durch Hamburg, führt der Jung. Ja, hat er mir vertellt. Ey, wie ist so? Ja, nur vertell mal, was das ist mit Juch und Hamburg. Ach, das ist so, dass wir, ich und meine Freundin sind in Urlaub willen. In Urlaub, naja, nach Hamburg sind wir, weil sie von Hamburg kommen. Und dann, weil ich nicht in den Stadtverkehr zurechtkommen konnte und auch nur noch nicht kann, hätte sie den Kurt lesen oder das, was sie wusste. Und ich bin mein Tofort, ohne zu kicken. Ach, zu kicken, ja. Ja. Hier, ich meine, hier geht das, ne? Aber mit Autofahrer ist das auch so ein Sack hier, ne? Hier in der Weg darfst du gar nicht führen, ne? Im Zentrum. Ja, nicht mehr so viel, ne? Nicht mehr so viel. Das ist halt weniger waren, ja. Ja, was wird Wolf Totti sagen? Was meinst du, Ralf? Na? Ja, ich arbeite für die Stadt. Ja, für die Stadt. Ich will Leuchtturm Totti sagen, weil du so, so lang bist und das sagen hast. Wie das Land vor, ne? Land vor, ich bin in der Vorstand von der Landjugendgruppe Föhr. Von der Landjugend, ja. Und wir morgen ähnlich alles zusammen. So, wir organisieren Festivitäten. Wir haben nur just unsere Tanz in den Mai, durch den April. Und da haben wir den 23. März, haben wir Frühlingsball, auch mit einem Theaterstück. Und das ist nicht so, wie sich vielleicht das steht, der Tanz vorstellen, so mit Disco-Musik. Du spielst richtig in Kapell und der Dance in Kleid und der Jungs mit Chips und Kragen, ne? Und die Jungs tanzen auch mit Juch? Ja, aber manchmal, hallo. Ja doch. Hallo. Ich fahre ihn doch auf. Ja. Also wie, zu uns kommen wir fast Fred Astaire sagen, ne? Ja. Ja, dein Outfit hast du, also mit dem Vest. Ja, schön. Sie macht so was los hier. Möchtest du auch morgen, zumindest im Winter, ne? Oder? Im Winter ähnlich weniger. Aha. Aber dort drücken wir uns nicht so, wie soll ich sagen, intern. Also nicht, dort war nicht viel veranstaltet von der Landjugend. Das ist meistens so in Frühjahr. In den Sommer, dann haben wir nur noch Königsring und das Riesenzeltfest, also ein von den größten Zeltspektakeln hier. Das ist was schief von der Jugend, mag das Zeltfest. Ja. Ja. Ja, wir haben hier nicht so viele Angebote. Und dann möchten wir ja immer selbst was machen. Also damit wir kreativ sind und selbst was machen, damit wir eben nicht. Ja. Da mieten wir dann ein Telt, das kommt von Wilster. Ich weiß gar nicht, das ist ein Dusen-Mann-Telt, das war dann hier obhut. Letztes Jahr haben wir das obhut in strömenden Regen. Wir werden halt bang, dass wir gar kein gut Wetter mehr kriegen. Und also ich bin immer wieder begeistert, wie viel doch ehrenamtliche Helfer dort wie sind und mit Antworten und ich doch nicht mehr haben will als ein Dankeschön. Also da bin ich immer ganz wieder begeistert. Ja. Frauke, du hörst auch Tau die Landjugend, aber du gehst noch zur Schau, ne? Ja. Welche Klasse? In der 12. bin ich jetzt. Also ein Jahr habe ich noch. Ab wann kann man da mitmachen, wie die Landschule? Ab wann ist das so? Das ist meistens, also wenn man konfirmiert ist, dann kann man da eintreten. Ja. Und wer hat das Sägen?
Wer das sänge? Ich meine, er ist der Boss, das weiß ich. Aber mir die Dienz oder mehr, wer macht mehr los? Zusammen. Ach, das ist ähnlich zusammen alles, also ist nicht, das machen wir mal alles zusammen. Hier endlich Kinder das sagen, wenn hier jemand was sagen will oder wenn ihr sich groß abspielen seid, dann warte ich liegst zu der Song. Ja, wenn ich hier den dicke Mager markieren will und auf den Lütten los, dann sagt sofort mal die Qual und so. Aha. Das giftet wir uns nicht. Besuch, bei den Jugendlichen. Und vor allem ist das bei den sogenannten Erwachsenen. Ja? Ist das doch anders oder auch so? Na? Oh, hey, mach nichts gegen den Chef, sag ich. Mag das. Na schön. Antje, du hast ja nur das von noch. Ne? Antje von und so wieder. Wie kommt das auf die Insel? Wo kommt das von? Das von kommt von meinem Vater. Ist das kein von hier, weißt du? Was? Ist der nicht von Föhr, weißt du, den Vater? Doch, nee. Doch. Also, hier ist Föhr born, aber sein Vater kommt doch von Niebel. Aha. Nicht? Das würde der nicht zusammenpassen mit Alglieg und so, ne? Der würde dann zum Ben Arling, wenn man hört. Ja, aber bist du Ben Bad Badness? Nee, da glaube ich nicht. ganz normal. Ja. Da weiß ich doch nicht, wo das von, also das von so richtig von kommt. Ja. Na schön. Nehmen wir mal an, du wirst der Bürgermeister. Lebe nicht. Nein, ist egal. Also, wie nennen wir mal? Du bist Bürgermeister, du bist Opposition, katholisch wurde nicht sehen, du bist Liegesopposition, der wird sowieso Opposition jetzt nachher. Na, die Wahlen, was bist du? Du bist bei den Grünen, du bist, was bist du? SPD, sagen wir mal, und du bist der andere, diese Stadtpartei. Stadtpartei. So, was würden Sie anders machen, als das nur ist? Du als Bürgermeister. Ich als Bürgermeister, ich würde sagen, also uns fehlt ähnlich noch so ob Land so ein, wie soll ich sagen, so eine zentrale Anlaufstelle für Jugendliche. Ich meine, man trotzdem, wenn wir nur von der Landjugend am Wochenende ab und zu mal so einen Gruppenabend haben, dann kommt man meistens in eine Kneipe. Und das ist ja immer mit Alkohol. Ja, das ist dann immer nichts. Du hast noch nichts zu sagen, du bist auch nicht so. Nee, und hier in der Wieg hat man zwar ein Jugendzentrum, aber wie das so ist, ab und zu hört man den Jugendlichen von Land schnacken. Also wir kommen von Föhr und das ist die Stadt Wieg. Aha. Also, das ist so ein Aha. Wie wird mit denen nicht Land, so Land und Städte. Was sagst du nur dort? Ja, das ist genau meine Meinung. Ne? Du bist ja. Da. Ja. Also, dort bin ich nicht in der Opposition. Das kann ich nur nicht sagen. Nee. Dort kann ich gern bloß zustimmen. Ne? Aha. Ja. Und also, was mich im Beten stört, das habe ich auch gesagt, aber das ist so ein allgemeines Problem. Das ist ja nicht bloß für die Jugend, das ist das mit den Dörpern. Ne? Die Entwicklung in den Dörpern, dass die Hüser immer mehr zu den Rücklütgern, die Geld haben. Und in der Winter ist das dann doch mal doof. Ne? Also, wir verkopen uns damit, wir waren gut bezahlt, das kann man nicht sagen. Ne? Also, wir leben da ja auch von bloß, also, wir verkopen uns damit. Ne? Ja, ein abnes Wort von der Opposition. Tja, und nun, was sagen die Grünen hier? die Grünen sagen, auch das stimmt, so dass die Land lüht, also mehr für sich allein sind und dann die Stadt, dass die dann auch mehr was allein machen. Also nicht mehr, also nicht, dass die Stadt mit dem Land was macht. Seien die Juhas Männer an, irgendwie, die Wicke? Als nicht ganz so glückwürdig, oder? Nee, nee. Bloß ein Paar. Na schön. Ja, das denken sie aber bloß. Das denken wir, das weiden wir. Das denken wir immer, wie anders an sein war, da der andere. Schön. Ich freue mich, dass ich mit Juch schnacken kann. Wie will nur wieder Knut Kiese wieder hier hören? Und er vertellt uns was von einem. Ja, von einem Getränksmenschen, glaube ich, dit mal auf Platz, so dass wir das auch alle verstehen. Mit dem Ackerhol hat das, glaube ich, was ob sich. Ich weiß nicht, wovon Knut das abends so gaut weit. Vielleicht gibt das in seine Gang zu so viele Leute, die damit was zu tun haben. Vielleicht ist das auch eine Familienstory. Ich weiß das nicht. Knut Kiesewetter. Nun geht's los. Hei werd born und hei ha noch nade Ohren. Doch von sin dröge Darm sa kräftig an zu knurren. Hei kriegt zu trinken und löt Peifung an zu dünken. Schemme hei drunk, schemme hei der in
Mutters Boss versinken, doch sie nehmen sie weg. Peise, du mag noch bloß kein Schluss, dann wird die ein Genuss, du hast noch mehr in der Boss. Pei lebt zu Schulhern mit sin korre krumme Obein. Und wo he gong kon man wie emin Buddelbrus sein. He drum noch wichtig in der Stirn und dach das richtig. Du seh de Schulmeister, ich läuf de Haberstückti. Hey, nehmen de Brus weg. Pei seh, wenn du auf Thirsty bist, mag doch ne Glick so mehr, du hast noch Brus in der Kiss. Wer uns Schul kam und hey, hat sich so verführt. Hey, wo bewiesen von Bett-Tape und Schwart kein Mensch lang. Ohne zu rucken, seid hey, in der Krug zu schlucken. Und nun post Dünnfung, hey, meist kräftig anzuzucken. Seid hey, mit dem Punsch weg. Heiße, ich fühl mich auch ganz gut. Schmied mich bloß noch ne Rot, dort noch Punsch in der Putsch. Heilig zu starben und die Lüd käm all zu Abend. Doch von hey an die Lüd die Stimmung zu verdarben. Bitali Lichin gäf die Pasta im Einschluck Wien. Tot letzte Abendmahl kein Peik und Averne noch grün. Pasta trug die Wien weg, heiße. Das ist die ein Betrug. Ein Schluck bringt mir ne Hochdorst noch Wien in den Krug.